So Freunde, willkommen hier zu diesem Video. Ich mache jetzt hier einfach mal so ein bisschen Mitschnitt, was ich so tue, erkläre dann später alles dazu. Was ist denn los? Wie man hier so schön sehen kann, bin ich gerade dabei, den Motorlager zu demontieren und jetzt folgt auch im Anschluss gleich die Zahnriemenabdeckung. Dann danach wird einfach der Keilrippenriemen demontiert, entspannt runtergenommen und dann können wir weitermachen. Denn dann folgt nämlich dann die Riemenscheibe zu lösen. Aber das seht ihr alles dann gleich, also bitte dranbleiben. Hier sieht man jetzt, wie ich die Riemenscheibe demontiere. Sie ist mit 4 Schrauben befestigt, also diese braucht man nur zu lösen. Ein wenig zu wackeln und dann fällt sie auch schon runter. Bitte die Markierung beachten. Bevor man den Riemen runternimmt, stellt man den Motor oder dreht man den Motor auf OT. Hier habe ich die Markierungen extra eingekreist, damit man das sich auch bildlich besser vorstellen kann. Das heißt, man dreht den Motor auf oberen Totpunkt, Ventile sind geschlossen und es kommen keine weiteren Schäden und dann kann man den Riemen runternehmen. So, hier ist der Riemen noch montiert. Da sieht man, wie das noch aussieht mit dem alten Riemen. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Wie ihr so schön sehen kann, ist hier der Riemen jetzt unten und man sieht die ganze Verkorkung, die ganze Verschmutzung des alten Zahnriemens schon. Hier sieht man auf diesem Bild ganz klar und deutlich, dass die Wasserpumpe fehlt, dass die Wasserpumpe an den Dichtflächen da schon etwas angefangen hat zu rosten, also sie war undicht gewesen und die letzten Überbleibsel vom Zahnriemen. Hier sieht man das nochmal ein bisschen deutlicher, hier habe ich nochmal ein anderes Bild, da sieht man auch nochmal ganz schön diese rostigen Stellen, das haben wir natürlich alles schön blank geschliffen und sauber gemacht und an Zahnriemen selbst auch alles sauber gemacht. Hier wird gerade die Wasserpumpe eingebaut und die Spannrolle. Kann man ganz gut erkennen, die neuen Umlenkrollen sind hier in dem Fall auch schon verbaut. Also immer schön darauf achten, auf die Markierungen. Hier ist der neue Zahnriemen wieder verbaut, da sieht man auch ganz klar schon die OT-Punkte der Nockenwelle. Dieses bitte nicht vergessen mit der Kurbelwelle unten. Da müssen die Markierungen auch stimmen, ansonsten haut es nicht hin. Wie man hier so schön sehen kann, bin ich gerade dabei, die Kerzen auszubauen. Warum mache ich das? Ganz einfach aus dem Grund, um mir einfach das Kerzenbild anzuschauen und nach einem Zahnriemenwechsel sollte man auch immer mit den Kerzen wechseln. So, was möchte ich noch sagen? Warum mache ich das noch? Um einfach auch den Motor dann gleich leer durchdrehen zu lassen. In dem Fall hier stand das Fahrzeug 4 Wochen oder über 4 Wochen, ich weiß es jetzt gerade schon gar nicht mehr. Und da das ganze Öl im Laufe der Zeit einfach runtergelaufen ist, muss die komplette Schmierung wieder stattfinden. Also heißt, ich habe den Öldeckel oben aufgedreht, etwas frisches Öl auf die Nockenwellen gegeben, dass die Schmierung erstmal wieder von oben her auch da ist, dass das Öl von oben nach unten laufen kann und das Öl von unten wie die Pumpe nach oben gedrückt wird oder gepumpt wird, ne? Damit der komplette Motor einmal wieder komplett durchgeschmiert wird und alle Lager und alles weitere wieder ordentlich Schmierung bekommen, in Bewegung kommen und so weiter und so weiter. Aber seht einfach selbst und schaut zu. Wie wir gerade gesehen haben, habe ich den Motor einmal komplett durchdrehen lassen. Das heißt, alle Lager sind mal wieder schön in Bewegung gekommen, das ganze Öl oder der komplette Motor ist mal wieder durchgeschmiert. Sollte man in der Form öfters machen, wenn das Fahrzeug länger steht, um einfach Schäden zu vermeiden. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder auch generell dieser Zusammenschnitt, dann hinterlasst mir doch einfach mal ein paar Kommentare. Ich würde mich dazu in der Hinsicht mega freuen und bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, es gibt auch eine Playliste, da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Also, schaut ein bisschen auf meinen Kanal rum. Bis zum nächsten Video, ich hoffe, ihr seid wieder dabei.